Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mega Man X. Ja, ich musste mich leicht räuspern, tut mir leid. Wir sind hier wie beim letzten Part im Auswahlbildschirm und wir starten gleich mit dem ersten Boss. Für mich ist es immer Chill Pinguin, weil hier gibt es erstens ein schönes Upgrade und er ist mickrig. In fast jedem Mega Man X-Teil sind Eisbosse mickrig. Die haben nichts auf dem Kasten. Ist mir aufgefallen. Und ja, gucken wir mal. So, wen wir im letzten Teil gesehen haben, war Zero. Und es hieß auch Sigmas Fortress. Den Typen, den wir in der Uniform, also in dem Armored Suit oder wie hat Mac, Armored Mac, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt. Und ich spring wieder überall rein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, war weil der Armored Mac oder Armored Dingensbummens. Boah, ich muss wieder mal. Ich hab das schon lange nicht mehr gespielt. Ich hab keine Ahnung. Ach, der Hase tötet mich. So. Ist aber kein Problem. Wir gehen jetzt weiter. Und hoffen, dass alles gut geht. So. Hier habe ich ja. Ich hab schon gesagt, hier kriegen wir ein gutes Item. Und eine neue Fähigkeit vom Axe. Das ist ja nicht mal Mega Man, sondern Axe. Hier werde ich euch zeigen. Ja, werde ich euch zeigen, weil das ist so gesehen mein Lieblings-Item, weil damit kann ich schöne Aktionen durchführen. Ja, ganz ehrlich, ich wollte eigentlich heute schon nicht mehr aufnehmen. Ich wollte erstmal gucken, wie das ist. Und was ich festgestellt habe, ich habe leider ein bisschen den Ton zu laut gehabt. Man hat mich teilweise nicht verstanden. Und deswegen habe ich jetzt hier den Sound ein bisschen runtergedreht und hoffe, dass es jetzt besser ist. Eindeutig besser. Und gucken, ich habe auch so ein leichtes Rauschen. Ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ich werde auf jeden Fall noch ein neues Headset mir kaufen, weil meins ist auch schon dementsprechend alt. Dass es überhaupt noch so gut läuft und eigentlich sehr gut meine Stimme aufnimmt, finde ich. Es ist in die Jahre gekommen, sagen wir es so. Und was sehen wir hier? Wir sehen eine Dr. Light Kapsel. Diese Kapseln geben uns, wenn wir jetzt hingehen, erstens ein langweiliges Gespräch, das ich euch jetzt vorlesen werde. So you've come. X, I gave you the ability to choose your own path in life. And I hoped the world would allow you to choose a peaceful one. But now it seems that you are destined to fight. Because I thought the world might need a new champion. I have hidden capsules like this one. If you find and use them, you will be able to increase your powers. Beyond anything the world has ever known. Step into this capsule and receive an acceleration system to boost your speed. Good luck, X. Entschuldigung, wenn ihr das hört, ich habe meine kleinen Vögelchen noch hier. Wenn ihr sie hört, dann tut's mir leid, aber ich werde sie in ihr Maul nicht stopfen. Weil es ist einfach zu knuddelig. Und wir springen die Kapsel, bevor ich wieder so knuddelig werde. Und Kriegern, was kriegen wir denn? Schuhe! Wir sind eine Frau. Eine halbe. Nein, natürlich nicht. So, ihr habt's gesehen. Wir können jetzt daschen. Und viel schneller und viel lustiger hüpfen und schneller in Abgründe springen. Und deswegen schieße ich jetzt hier alles ab. Und bemerkt wieder, dass ich wieder überall getroffen werde. Und wieder scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Und wieder verdammt schlecht spiele. Bescheiden. So, und jetzt gehen wir hier runter und ich sag verdammt so. Und dann, und ich sag's nochmal. Ich wiederhol's und ja, und bla bla bla. Und das hier ist eine Armor. Wir können damit BAMS Häuser kaputt machen und vieles andere Getier. Und ich gehe hier oben lang, weil hier ist es angenehmer. Da müssen wir uns nicht durch die Gegner prügeln. Gibt's noch zu Mega Man zu sagen? Ja, Mega Man ist tot. Und viele sagen, hier,
Mega Man darf nicht die Fähigkeiten haben, die X hat, was ich ein bisschen doof finde. Meinetwegen kann er die Fähigkeiten haben, ist das ein schönes Spiel. Wieso nicht? Und ich brauche jetzt zwei? Der will mich verarschen. Und hier, da, das zeigt uns. Boss Time! Und deswegen gehen wir jetzt da rein. Und wen treffen wir? Das weiß ich noch nicht. Natürlich weiß ich's. Der war schlecht. Halt's Maul. Okay. So, und wer kommt jetzt? Es ist jetzt der gechillte Pinguin. Ja, er ist nicht keine Herausforderung. Ganz ehrlich, ihr seht schon. Er wird nur höchstens... Ja. Er macht nur so langweilige Dinger. Und... Das hier. Also er spuckt Eis, er macht Eisskulpturen. Und spuckt Eisblöcke. Mehr hat er nicht drauf. Boah, was ist mit meinem Hals los? Es tut mir leid, ich hab das vorher nicht. Ich glaube, ich habe einen trockenen Hals, weil ich nervös bin. Ja, ich bin nervös. Ich glaube, das kommt auch sehr gut rüber. Ja, was machen wir hier? Zerschießen die Dinger, warten, bis er wieder runterkommt, schießen wieder auf ihn und. Aber was ist los? Ich muss, glaube ich, muss gleich was trinken nach der Aufnahme, weil ich erstmal eine kleine Pause einlegen. Und gucken. Hey! Habe ich dir das erlaubt? Und ja komm, tschüss. Und das war der gechillte Pinguin. Ich bemerke irgendwie, ich kriege das nicht so gut hin, das Spiel, weil ich irgendwie rede. Ich glaube, Let's Play sind ein Fluch. Entweder, wie soll ich sagen, entweder blamiert man sich in dem Spiel übelste Sorte oder man zeigt, was man drauf hat. Ich zeige, wie man sich blamiert. Ja. Was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin der Morgion. Bin nicht Raucher. Ja. Ich hab nur einmal eine Zigarette angefasst. Und das war ein roter Finger. Leute, die rauchen, die wissen, was ein roter Finger ist. Und war das lustig. Hat ordentlich im Hals gebrannt. Ich weiß nicht, haben wir noch genügend Zeit, um den Boss zu machen? Eindeutig haben wir noch genügend Zeit, den zu machen. Deswegen zeige ich ihn jetzt auch noch. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Ja, ich habe die Waffe gegen ihn noch nicht. Ich mache ihn einfach, weil ich den Part aus dem Bereich von ihm haben will. Also den Armor-Part. Und ja, es ist schon schwierig. Ich bin jetzt 7 Minuten am Quatschen. Und ich habe meine Probleme damit. Eigentlich kann ich quatschen wie ein auf Ecstasy getrimmtes Eichhörnchen. Aber irgendwie hier... Fällt es mir schon ein bisschen schwer. Und hier zeige ich euch was. Wir kommen hier. Wenn wir hier das machen, der Herztank und mich. Und hier sehen wir einen Herztank. Was er macht, ihr seht's. Er erhöht unsere Lebensanzeige. Und ja, das wäre es eigentlich schon, was wir hier an der Stelle kriegen. Wir können hier noch ein extra Leben abkassieren. Das werde ich hier auf jeden Fall auch noch holen. So, das haben wir hier. Zack! Und ich weiß nicht, wie die heißen. Die sind so eine Art Sniper Joe mit. Morgenstern. Und hier, diese Dinger, wenn wir sie oft genug beschießen, dann macht's Bumm. Wir kriegen Energie. Und hier hinten noch ein extra Leben. Wenn wir gleich einsammeln. Gucken. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin froh. Ich hoffe, meine Let's Plays kommen an. Ich bin voller Hoffnung. Ich bin wie ein 6-jähriges Kind, das ohne Eltern aufgewachsen ist und auf einmal aus seinem Waisenhaus kommt. Und keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier hoch. Hier gibt es nämlich auch noch was Schönes. Und zwar das hier. Ein Energietank. Die kennen wir aus Mega Man. Classic. Und, ja. Aber die sind ein bisschen anders. Wenn wir volle Leben haben, werde ich gleich zeigen. Da werden wir nämlich, wenn jetzt mal einer was fallen lassen würde. Naja, lässt keiner fallen. Ich erkläre es jetzt einfach. Zwar, die Tanks hier kann man aufladen. Bei Mega Man Classic, also bei den Classic Time, hat man immer die Energietanks gekriegt und die sind nach einer Zeit, ja, haben sich aufgebraucht und man hat sie nicht mehr gefunden. Bei Mega Man 7 konnte man sie sich nachkaufen. Aber... war besonders bei den Wily Stages unangenehm, weil man da nie die Energy Tanks nachholen konnte. Und warum ich das hier mache, ich will hier noch das extra Leben.
Ja, und hier können wir sie immer wieder aufladen. Und ich springe jetzt genau wieder heldenhaft in seinen Flammenwerfer. Und jetzt zeige ich euch, dann hätten wir hier alles schon mal aus dem Level. Und zwar Dash! Dash. Du fühlst mich verarschen. So. Und zwar, wenn wir hier jetzt wegschießen, kriegen wir das letzte Item hier. Was man sich merken muss, es gibt 4 Energietanks und in jedem Level gibt es einen Herztank. Wenn man sich das merkt, ist es eigentlich ganz einfach, die Herztanks zu finden. So, und wir finden eine Kapsel wieder. This capsule contains an announcement for your helmet, which will allow you to break some ceilings with a headbutt. Ja, man hat es schon gesagt. Mit dem Upgrade können wir durch Kopfnüsse so ein paar Blöcke kaputt kloppen. Und zwar, ihr seht, zack, zack. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir brauchen es, um an ein paar Items zu kommen, oder nur an eins, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hätten wir hier soweit alles. Und wir geben uns jetzt dementsprechend, und jetzt mache ich das wie diese Engländer, die immer... Ich hasse das. Ich hasse das, wenn Let's Player das machen. Weil das ist sowas, was man nicht machen sollte. Weil es gehört sich nicht. Es ist nervig, es ist stressig, man sollte es nicht machen, ganz ehrlich. Und hier kommen wir jetzt auf die kleinen Plattformen, die herunterfallen. Und jetzt sind wir auf dem Luftschiff. Oh, wie schön es am Wackeln ist. Und ich zeige wieder, wie man es nicht macht, indem ich in den Gegner reinrase. So, ja. Hier ist der reguläre Weg, ich gehe den unregulären Weg, und zwar hier, weil dann kriegen wir noch ein paar bisschen Energie geschenkt, und kommt da einer? Wo kommen wir dann hin? Na klar, zum Boss. So. Und er ist sehr einfach, er macht eigentlich nichts. So, ihr seht's. Ihr werdet's sehen. Hier, das Einzige, was Schaden macht, ist das hier. So, und da ist es eigentlich sehr einfach auszuweichen. Einfach dashen, draufschießen. Dashen, draufschießen. Dashen, draufschießen. Ja, es ist so. Er ist nicht schwer gemacht. No, das Einzige, was... Ja, hier. Ihr seht, er spuckt ab und an diese Eier. Die machen... Das ist das Einzige, was richtig mal Schaden macht. Aber sonst ist er viel zu einfach. Und, oh, ich dash jetzt rein auch noch. So, und er macht jetzt, wiederholt jetzt wieder sein. Ah, jetzt dash ich nicht. Ja, von wegen. Ja, der ist einfach auszuweichen und anzuschießen, aber wenn man zu inkompetent ist wie das Morgilein, dann macht man genau sowas. So, und wir gucken, wo ist er denn? Das ist jetzt, ja, toll. Ich mach nur und wir schießen jetzt ab. Und das war der Boss. Sehr einfach. Wir haben jetzt so gesehen das Teil, was ich eigentlich haben wollte. Und zwar den Helm-Upgrade, weil somit kommen wir jetzt eigentlich an alle Items in einem Durchgang. Und ja, was kriegen wir denn dafür? You get Storm Tornado. Ja, ihr seht's. Ein Wirbelsturm, easy. So, und hiermit setze ich ein Smile. Stay Zero Safe! Und beende diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.